Weil diese Kretschmer-Regierung nicht für Grenzschließungen sorgt, weil diese Kretschmer-Regierung nicht abschiebt, ist sie natürlich mitverantwortlich für all die Straftaten, für die Vergewaltigungen, für die Messerstechereien und für die Morde, die auch in Sachsen stattfinden. Der brutale Messermord an einer 14-jährigen Schülerin in Illerkirchberg schockiert ganz Deutschland. Sie war auf dem Weg zur Schule, wurde dort überfallen und starb später an den Verletzungen. Der Täter, ein 27-jähriger Eritreer, wurde festgenommen. Herr Obern, warum ist die Regierung nicht in unserer Lage, unser Land und unsere Kinder zu schützen vor solchen brutalen Überfällen? Der aktuelle Fall macht mich wütend. Wieder ist es ein junges Mädchen, was umgebracht worden ist von einem Asylbewerber. Es ist nun schon das x-te Mal. Wir haben viele andere Fälle erlebt. Ich erinnere nur an Freiburg oder an Kandel oder an Wiesbaden. Und immer ist es dasselbe Muster. Es sind Leute, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, wenn unsere Grenzübergänge kontrolliert würden und wenn Ausländer, die hier nichts zu suchen haben, zurückgeschoben wurden. In diesem Fall ist es ein Mann aus Eritrea gewesen. Eritrea ist nun kein Nachbarland von Deutschland. Warum muss der überhaupt hier sein, selbst wenn er in seinem Nachbarland verfolgt wird? Und das ist genau der Punkt. Unsere Regierung will nicht unsere Grenzen kontrollieren. Und solange sich daran nichts ändert, solange die AfD als einzige Partei genau das einfordert, müssen wir wahrscheinlich damit rechnen, dass solche Fälle auch weiterhin passiert werden, dass wieder Menschen auf Arbeit sind und erfahren, dass ihr Kind tot ist, weil es auf dem Schulweg zufällig ausgewählt wurde von jemandem, der mit unseren Regeln nicht leben will und der hier gar nicht sein dürfte. Nun ist ja dieser brutale Messermord in Illerkirchberg passiert, einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass solche brutalen Morde jetzt auch noch in Sachsen regelmäßig vorkommen, beziehungsweise auch in kleineren Städten und nicht nur in Dresden oder in Leipzig zum Beispiel? Selbstverständlich haben wir auch in Sachsen diese Probleme. Also auch Sachsen hat ja über 100.000 Migranten aufgenommen seit 2015. Und wir hatten vor 2 Jahren in Dresden einen Mord, ein schwules Pärchen in der Innenstadt von jemandem attackiert worden mit einem Messer. Einer ist gestorben. Wir hatten jetzt vor kurzem erst einen Messerangriff auf einen Fahrkartenkontrolleur. Auch der ist schwer verletzt worden. In Dresden war das, ne? In Dresden. Und wir haben auch viele andere Fälle von Ausländerkriminalität mit Dingen, die für uns vor Jahren noch gar nicht vorstellbar waren. In Chemnitz ist jetzt eine 72-jährige Seniorin in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt worden. Von 72? 72-jährige Seniorin. Dinge, die eigentlich, wo man merkt, es gibt hier einen Kulturbruch, das sind andere Kulturen, die haben ein anderes Verhältnis auch gegenüber Frauen. Es gibt, das sind erstmal gewaltaffine Kulturen, aber eben auch Kulturen, wo Frauen wenig oder nichts wert sind. Und das erleben wir, das kommt mit und das legen die Leute an der Grenze ja nicht ab, ihre Kultur, sondern die bringen sie mit. Und bei den Menschen, die dann hier einwandern und eben gewalttätig sind, kriminell sind, dann dringt das eben durch. Wir haben diese Probleme auch in Sachsen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben in Sachsen im Moment über 1.100 sogenannte Mehrfachintensivstraftäter. Das sind Menschen, die regelmäßig durch Kriminalität auffallen, die nicht abgeschoben werden, die immer noch hier sind. Und es ist natürlich auch gerade dieser Personenkreis, von dem dann eben auch verstärkt Kriminalität ausgeht. Und sage ich mal, Verletzungen durch Messerkriminalität haben wir natürlich 100-fach in Sachsen. Es sind aber bloß die ganz schweren Fälle, die ans Tageslicht kommen. Aber wir haben einen Riesenzuwachs an Kriminalität, an Gewaltkriminalität. Insbesondere eben auch mit Stichwaffen. Das Problem ist in Sachsen genauso wenig gelöst, wie es in Baden-Württemberg oder anderswo gelöst ist. Was müsste passieren, damit solche brutalen Morde nicht mehr passieren, dass die Leute sich wieder sicher fühlen können und das eben nicht mehr vorkommt? Ich wünsche mir, dass die Politiker, die für diese Entwicklung und für diese Morde politisch verantwortlich sind, eben auch zur Verantwortung gezogen werden, dass die Menschen endlich aufhören, solchen Parteien ihre Stimme zu geben, die das Leben in unserem Land immer unsicherer machen, immer krimineller machen, immer schlechter machen. Das ist eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage, nämlich was für eine Rolle der CDU-Ministerpräsident Kretschmer in diesem ganzen Asylchaos auch spielt. Wir sehen es ja an den Talkshow-Auftritten von ihm, er stellt sich ja immer noch gerade vor den Wahlen und ist gegen diese illegale Masseneinwanderung da und fordert mehr Abschiebungen. Also es klingt ja schon fast nach AfD-Programmatik von ihm. Wie ist denn da die Realität? Setzt er das dann auch um oder redet er vor der Wahl nur und es kommt dann doch eher wenig bei raus? Das ist wie immer bei Michael Kretschmer in Talkshows AfD-Programmatik. Wenn es dann um die Umsetzung geht, dann wird es rot-grün. Und das ist auch kein Wunder. Sachsen macht im Prinzip eine Asylpolitik genauso wie die Ampel in Berlin, weil auch in Sachsen sind ja die Grünen und die SPD mit dabei. Und Herr Kretschmer tanzt nach der Pfeife der Grünen. Der ist auf Gedeih und Verderb angewiesen, das wissen wir.
Und die Asylpolitik in Sachsen lässt sich kurz beschreiben. Es gibt keine Bundesratsinitiative aus Sachsen zum Schutz der Grenzen. Gibt es nicht. Abschiebungen im mikroskopischen Bereich, obwohl die Zahl der Ausreisepflichtigen mittlerweile über 15.000 ist und wächst und wächst. Wir haben über 1.000, ich habe es schon gesagt, über 1.000 mehrfach Intensivstraftäter, die eben für regelmäßige Straftaten verantwortlich sein. Ein Großteil von denen ist ausreisepflichtig, da passiert nichts. Also ein volles Versagen in der Asylpolitik. Und weil das so ist, weil diese Kretschmer-Regierung nicht für Grenzschließungen sorgt, weil diese Kretschmer-Regierung nicht abschiebt, ist sie natürlich mitverantwortlich für all die Straftaten, für die Vergewaltigungen, für die Messerstechereien und für die Morde, die auch in Sachsen stattfinden. Die AfD ist die einzige Partei, auch in Sachsen, die sagt, wir brauchen eine richtige Kehrtwende bei der Asylpolitik. Da reicht nicht mikroskopisches Mal hier ein bisschen und Talkshow-Sprüche reichen schon gar nicht. Es muss eine Kehrtwende geben, die Grenzen müssen kontrolliert werden. Abschiebungen in Größenordnung, Sachleistungen und kriminelle Asylbewerber müssten eigentlich sofort ihren Anspruch auf ein Verfahren verlieren. Die müssten sofort abgeschoben werden. Das wird es nur mit uns geben, es sei denn, der Druck von der Straße wird so groß, dass die eine oder andere Partei dann eben auch noch mit einschwenkt. Und dann kriegt man vielleicht auch diese Wende, die das Land eigentlich wirklich braucht.